zurück. Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratai geflohen. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt, aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kuman? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein. Mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Ratai geschickt. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst einen Pfarrer? Ja, wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Ratai. Das ist wahr. Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Sicher, ich kann fragen. Aber ich weiß, wo der Skarlitzer Pfarrer ist. Das ist gut. Wobei ich schon einen anderen im Auge hatte. Dann sag mir, wer es ist. Was ich vom Skarlitzer Pfarrer gehört habe, könnten auch Gerüchte sein. Stimmt. Also gut. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Die Geschichte ist mir neu. Sowas erfahren nur Leute, die es erfahren wollen. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Keine Sorge, ich bringe dir jemanden. Gott sei mit dir. So, da findet man in der Walachei mir nichts, dir nichts, einfach mal eine neue Quest. Das ist ja richtig geil. Ein Mann Gottes. Ja, da bin ich mit gerechnet. Dass ich hier nochmal so eine Quest finde, eine ganz einfache, in Anführungszeichen. So, da oben, das wird die Familie sein. Da kann ich ja mal eben hinreiten. Ja. Na? Ja. Ja, auch nicht schlecht. Einfach mal eben so eine Nebenquest abgegriffen. Sowas mag ich ja. Weil ich wusste gar nicht mehr, dass Sterne auf der Karte
wichtige Ereignisse, Quests oder was auch immer sein können. Gut, hier oben war ich definitiv noch nie. Wow! Ja! Sound ist da. So, und hier wird die Familie sein. Was? Glück und Ge... Du willst etwas von mir, nicht wahr? Ah. Die kennen mich auf jeden Fall schon mal vom Sehen. Ich werde mal meinen Helm abnehmen, weil das sieht immer komisch aus. Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Also gut, was willst du wissen? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Scarlitz. Sie war sehr, sehr schön und eher jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Ja. Solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Rede. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Wie das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Scarlitz stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Ich gehe dann. Tu das. Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich. Gott sei mit dir. Und mit dir. Wir haben also einen Pfarrer, der etwas, durch ist mit dem Thema. Oh, habe ich ganz vergessen. Schuster-Set. Schneider-Set. Schmiede. Und Rüstung.
Rüstung. So viel brauchen wir ja scheinbar gar nicht. Oh, ich nehme erst das Angefangene. Das hat auch genau gereicht. Schuster auch. Sehr schön. Wir sind trotzdem völlig überladen. Ich weiß gar nicht warum. Die wiegen nicht viel, ne? Nee, die kann ich mir auch schenken. Ah. Da haben wir noch ein bisschen was. Schaufel behalte ich mal lieber. Hoch. Das Schwert kann auch erstmal rein. Wieso bin ich denn so überladen? Was ist denn da los? Na gut. So, da hinten ist das... Oh Gott. Da hinten ist das Kreuz bei B. Das heißt Richtung Scarlets oben rüber. Ja! Ja gut. Wir finden da schon irgendwie hin. Ja. Das ist aber seltsam, dass da noch raucht, tatsächlich. Muss ja frisch sein. So, hier sind überall Brücken und... Ja, ich denke, ich bleibe einfach auf dieser Seite. Ja. Ja, Heinrich sieht das genauso. Ist gut, Heinrich und wir beide einer Meinung sind. Ja. Ja, genau. Ein Grab. Mit einem Schatz. Die Speisen des Herkules. Schuhe. Kein guter... Sonst was. Schnitter. Ein Kurzschwert. Nice. Muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Sieh dich in der Gegend um.
Was war denn die andere Quest? Finde den Skalitzer Pfarrer. Finde Pater Simon. Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen. Da ist er. Wenn man irgendwann den Verstand entdeckt, unser Name. Unten? Die Einsiedler im Wald aufzulauern? Vielleicht. Was weiß ich. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Hey, du! Was machst du da? Ich komme wegen Pater Simon. So heißt hier keiner. Oh doch. Hältst du mich für einen Narren? Gut. Vielleicht ist so einer hier. Und wenn schon, wir gehen nirgendwo hin. Ihr solltet weniger reden und eure Beine mehr bewegen. Und wieso, hä? Glaubst du kannst uns beide schlagen? Vielleicht. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe euch beide gestern gesehen und in Thalmberg Bericht erstattet. Entweder wartet ihr also auf Herrn Divischs Hauptmann Robert oder verzieht euch. Scheiße. Gut, wir gehen. Wie weit sind sie? Weit genug. Wenn ihr rennt, kriegen sie euch nicht. Ah, gut. Danke für die Warnung. Geht es dir gut? Ah ja, ich denke schon. Was ist mit den beiden Halunken? Die treiben sich hier irgendwo herum. Guter Gott, kannst du sie nicht verjagen? Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Ich sehe, was ich tun kann. Aber tu niemandem weh. Die sind doch schon weg. Oh, danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Sie sah nicht gefährlich aus. Nur deine Habe war in Gefahr. Ich weiß, arme Kerle. Ich fürchtete nur, sie würden mich hier lassen. Was hätte ich tun können? Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder, Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Du hast recht, aber die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet.
So bald werden Sie niemanden finden, der besser geeignet ist. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken. Yay! Jetzt bin ich schon wieder überladen. So, jetzt noch schnell das Banditenlager angegriffen. Da! Wow! Der Busch des Schicksals. Ja! So, diesmal bin ich aber vorbereitet. Einen schönen Wermutsgeist. Gift aufs Schwert. Und einen Zornestrunk nehmen wir auch noch ein. Ja! Hast du hier zu suchen? Alarm! Das wird eine Freude. Hey, ihr alle hier sammeln! Schlagt Alarm! Lange dauern. Hörst du nicht drauf? Auch. Alarm! Du wirst. Das ist neu, dass sie einen festhalten. Du bist tot. Au. Ah. Wo ist er? Fix. Au. Verflucht! Glaub ja nicht, dass du lebend davon kommst.
Oh Mann, Katerbier und hier, Ringelblume. Momentan machen sie mich aber auch ganz schön fertig. Google. Die nehmen wir mal mit. So, noch eine Kiste. Tatsächlich. Die ist offen. Es ist nichts drin. So. So, jetzt geben wir noch die Quest ab. Schon wieder aussieht. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar! Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Er haust er nicht weit von hier in den Wäldern. Gott sei Dank! Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Das kann ich nicht annehmen. Du brauchst es, um das Dorf wieder aufzubauen. Wie du meinst. Ich werde dich nicht drängen. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lasst ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Auf bald. Sehr schön. Das war doch mal... wieder eine schöne Nebenquest. Ah. Und hat auch noch gepasst mit dem Banditenlager. Ja, nächstes Mal gehen wir dann nach Sasau und geben unsere Trophäen ab. Bis denn.